Hallo zusammen. So, dann wollen wir noch mal einmal mit dem Schamanen ein bisschen leveln. Erstmal schöne Pfingsten euch allen. Für diejenigen, die ja Seid zu gegrüßt. Hause sind und nichts machen. Seid vorsichtig. So, wieder ein paar Quests angenommen. Dann gehen wir einmal raus zum Friedhof. Was wir parallel dazu machen, ist gleich wieder einen Banden anmelden. So, das ist jetzt Friedhof. Okay. Sammeln. Immer sammeln. Gehen wir gleich hier hoch? Ich glaube schon, ja. So, da bin ich immer gespannt, wie lange wir auf den Dungeon warten müssen. Ich hoffe nicht allzu lang. Oh, das war ein Schaff. So. Wollen wir mal. Oh, da war wieder eine Quest. Die gleich mal mit annehmen. Okay. Bitte. Ich bin außer Reichweite. Nächste Kiste. Ah, wieder sehr aufregende Quest. Aber davon haben wir am Anfang ja so viele. Oh, das Pin. Gleich mitnehmen. So. Komm. Jawohl, haben wir. Also hier kleine Faust hier. So. Ich kann die Schokolade nicht finden. Dieser Kleider ist noch fast bereit. Die haben uns ganz und gern, die Viecher. Das ist so weit entfernt. Naja. Laufen wir gleich mal weiter. Da unten. Ich glaube, das ist heute für den Kräuterkunde. Mein Gott, deutsche Sprache schwer. So. Dann machen wir mal weiter. Das puzzelt gerade ein bisschen. Es könnte gut sein, dass der aktuelle Patch noch geladen wird. Den dicken da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass der euch nicht auf die Socken haut. Ganz so. Ruhig schon mal Richtung Höhle bewegen. Einmal sind hier vorne Kräuter. Was sind da Kräuter? Bam! Wieder eine Schuppe höher. Ach, schau mal. Da ist ein Erz, da ist ein Kraut, Silber. Einmal. Einmal. Und weiter. Ich glaube, wir müssen in die Höhle, um den, genau, den Boss zu finden. Machen wir uns doch direkt mal auf den Weg, wa? Kisten. Ich brauche Kisten. Ich suche Kisten. War jemand anderes? So, jetzt ist es fertig hiermit. Okay, du sagst das Schreiben der Ort. Davon haben wir hier wahrscheinlich auch genug drin. Ne? So, ja, immer schon mitnehmen. So, ich glaube, hier kommen wir nicht runter. Na doch, springen. Das springen wir doch einfach mal. Ja.
Und der nächste. Ja. Das hat der Typ, genau, das steht da oben. So, das Orkschreiben haben wir. Tötet Jaula. Ich glaube, Jaula steht auf irgendwo, keine Ahnung. Ich glaube, der war draußen. Finn nehmen wir nochmal mit. Dann suchen wir uns mal einen Weg nach oben. Nee, war noch irgendwo Erz. Da! Nehmen wir mit. Da oben ist auch nochmal eins. Aber erstmal machen wir den Typen da Platz. Bam. Okay, benutzt die Kugel, um jemanden zu unterwerfen. Mal schauen, wir haben hier eine Kugel. So. Und wieder raus hier. Wie kommen wir denn am besten? Okay, wir werden wohl erstmal in den Dungeon gehen. Der Schuss ist so voll. Kannst du irgendwas wegschmeißen? Ich klappe hier den Haken. So. Jetzt könnten wir noch gebrauchen die Milch. Weg. Der Saft. Also normalerweise würde ich die Saft verkaufen, aber ja. Wir schaffen es glaube ich nicht mehr raus. Zur Einladung. So, das wollte rein. Ach, guck mal. Damit abgelehnt. Oh, hier am Ende. Jo, Ende der Höhle. Scheiße. Oh ja. Das ist doch auch mal ein netter Dungeon. Wir sind nur knapp dem Opferaltar entkommen. So. Nehmen wir die Quest an. So, das ist die schwarze Grotte. Die ist genauso wie sämtliche anderen älteren Dungeons überarbeitet worden. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, dem wünsche ich viel Spaß. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Also man braucht ja auch eigentlich theoretisch nicht mehr schwimmen. Ja, man kann theoretisch da drüben einfach nur Spons nehmen. Das werde ich jetzt auch mal tun, um euch das zu zeigen. Die anderen sind zwar Leute am Töten, aber... Siehst du, man kommt hier doch nicht mehr rüber. Ach scheiße. Letztes Mal ging's noch. Ja. Naja, so. Sind die alle den Loot hier liegen lassen? Gibt's ja nicht. So. Mal looten. Das war mal ein richtiger Noob-Filter hier.
Also ich habe mit meinem ersten Charakter hier Ewigkeiten gebraucht, um diesen Weg lang zu laufen. Huch. Oh, die sind schon so weit. Ja, unten ist... Ah, nee, der ist ja hier so. Bam! Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Stoff ist nicht mein. Zwischenreihe haben wir nicht. So. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Ich habe Ihr müsst die anderen retten, bevor Domina sie opfert. Ihr seht, sind hier ganz andere Mobs, die sonst. Früher waren hier mal Fischmenschen, also die anderen. Oder Muscheln. Das ist Kraut. Ihr seht, das ist ja schon die erste Änderung. Wer unterbricht mein Opfer? Tötet sie! So. Domina, ganz geil. Früher war ja immer ein NPC wie Ashara. Ich kann Götter fordern. So. Wenn man den Altar berührt, gucken wir nochmal. Nö, hier ist nichts drin. So, dann geht's hier wieder raus. Ich nehme hier einmal das Kraut mit. Oh. Na, das sah eher aus wie ein paar Partikel, oder? Jo. So, schmeißen wir nochmal Sachen weg. Also den grauen Krempel kann man ruhig schon mal wegwerfen. So, machen wir noch mehr. Jetzt haben wir hier wieder die Schuppen, die keiner haben will. Schultern, Dolch. Also auch ein Speedlauf hier. Ach, jetzt kann ich Wasser wandeln. Juhu! So, ich hätte aber lieber den Kettenblitz. Schön, wenn der endlich da ist. So. Und weiter. Na, jetzt kommen wir wieder schön die Kraft. Der Tentakel. Die kommen aus dem Boden, manchmal auch aus der Wand. Da muss man halt immer schön draufhalten.
Ihr seht hier, das ist ja... Und... haufenweise neue Monster, gerade der hier. Ich kann mit dem Zauber noch nicht stärken. So. Gucken, Exploten. Hier haben wir schon mal wieder ein Bonusbox. Schaden. Den Loot. Der ist schon der alte. Ah, okay. Noch ein Buff. Dann nehmen wir das Zinn noch mit. Hier.